Hallo Leute und willkommen zu Let's Show Sonic the Hedgehog, aber diesmal die Game Gear Version. Dabei habe ich noch nicht mal die Sega Mega Drive Version Let's Show, aber egal. Es erschien auf jeden Fall am 13. Juni 1991, wie gesagt, für das Sega Game Gear. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. So, Start. Sega. Ja, das ist jetzt schon das zweite Video an diesem Tag. Manchmal muss man eben Videos vorproduzieren, wenn man nicht viel Zeit hat. Aber ich schneide es dann erst morgen. Nur so zur Info. Und wow, steuert sich das gut. Ganz ehrlich, das steuert sich besser als das Original. Aber ich frage mich, warum sieht man hier eigentlich so einen Game Gear-Rand? Aber es steuert sich erstaunlich gut. Ach, cool. Man kann mit Sonic nach oben gucken. Ja. Da ich ja sowieso ein Sonic-Fan bin, freut mich das sehr. Also ich bin noch nicht allzu lange ein Sonic-Fan, aber in letzter Zeit, seit Sonic Mania, ja, schon. Ja. Irgendwie... Sonic Mania hat einfach epische Musik und ja, dann habe ich auch mal die anderen Sonic-Teile gezockt. Also ich habe jetzt nicht alle durchgezockt, aber ich spiele es trotzdem relativ gerne. Man ist ja kein Fan, bloß man, wenn man alle Spiele durchgezockt hat. Und cool, das gab es noch nicht im Sega Mega Drive-Teil. Also eigentlich Version-Teil, kann man nicht sagen. Ist es jetzt auch so, dass man bei 50 Ringen am Ziel wieder so einen großen Ring bekommt in der Bonus-Stage? Das will ich jetzt herausfinden. Wo sind die restlichen Ringe? Ah, da sind ja noch mehr als genug da. Warum mache ich mir eigentlich Sorgen darüber? Ja. Oh nein. Was? Wollt ihr mich verarschen? Ich verliere alle Ringe, aber droppe nur einen einzigen. Ja, ein bisschen Betrug. Ja, ein bisschen Betrug, ein bisschen. Ja, ich kann auch normal reden, Leute. Ist jetzt nicht so, als wenn ich ein bisschen krank im Kopf wäre. Okay, ich wusste nicht genau, ob ich jetzt den Fernseher zerstören kann oder nicht. Aber er hat mir nichts gebracht. Es war anscheinend nur dafür da, dass es mir die Richtung zeigt. Ich sollte zwar nach unten, aber da sind halt die Stacheln. Da sollte ich lieber nicht hin. Nee. Ich habe hier schon bald wieder die 50 Ringe. Und dann, kurz vorm Ziel, werde ich verdammt auch mal getroffen, bestimmt. Ja. Okay, die Krabben schießen hier keine Bälle. Okay, ist das Ziel. Ich dachte, jetzt kommt ein Eggman-Boss, aber leider nicht. Aber Mist, jetzt hätte ich die Ringe gebraucht. Naja, vielleicht schaffe ich es ja beim nächsten Mal. Sonic S. Pass it. So, Green Hill Zone. Act 2. So, bam. Und direkt spawnen wir hier. Find die Steuerung. Was? Ach so, ich musste hier runter. Ich musste storytechnisch hier runter. Okay, gut. Dann gucken wir hier. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Aber warum zur Hölle ist das Schutzschild so verdammt klein? Nur, wenn ich mich hier rolle. Und das ist ein Up. In Sonic Mania waren die Ups wirklich verdammt wichtig, weil man einfach richtig viele Versuche gebraucht hat, bis man ein Level hingekriegt hat. So war es zumindest bei mir. Aber jetzt schießt er doch diese Kugeln. Und wenn man da halt zu oft gefailt ist, war man Game Over und musste die ganze Zone neu machen. Und das Spin Dash geht leider nicht. Das ist wirklich sehr kacke, weil ich den hier jetzt sehr gut brauchen könnte, aber egal. Und auch dieses, wenn ich da rolle. Naja, egal, hier sind wieder Ringe, aber ich schaff's wahrscheinlich wieder nicht.
Ja. Drecksviech. Bam. Jetzt bin ich wieder hier oben. Okay. Jetzt bin ich hier einfach durch die Wand gekommen. Wahrscheinlich schaffe ich es jetzt mit allen Ringen und stelle fest. Oh, da braucht man ja, da bringen einen ja doch 50 Ringe überhaupt nichts. Nur noch 9 Ringe. Okay, Blind Jump. Ah, das scrollt ein bisschen zu wenig, habe ich das Gefühl. What? Okay, jetzt muss ich ein Risiko eingehen oder muss ich hier springen? Was zur Hölle? Ich habe noch eine Idee. Okay, das war die richtige Wahl. Bitte Ziel. Gibt es hier eine Bonus-Stage? Jetzt werden wir es erfahren. Und es sieht danach aus. Oder auch nicht. Oder kommt jetzt noch die Bonus-Stage? Denn da ist ein Ausrufezeichen. So, Act 2. Ah, okay. Das ist anscheinend die Bonus-Stage und man hat hier begrenzt Zeit. Das Mikro leuchtet auch immer noch, das freut mich doch. Und yeah, hier können wir richtig viel Ringe einsammeln. Obwohl das ja einem eigentlich nichts bringt, aber es macht halt einfach Fun, verdammt doch mal. Wie viel soll man jetzt sammeln? Soll man jetzt hier auf 50 sammeln? Nein, das wäre ein bisschen zu easy. 100? Na, das auch. Das ist viel zu einfach. Keine Ahnung, aber das ist auch das Erste. Ach, man kann hier Ups farmen. Jetzt fällt mir es auf. Yay. Wie jetzt? Mm-mm. Das war falsch. Na, egal. Das Game macht Spaß und das ist ja auch die Hauptsache hier. So, denn dritten Level machen wir noch. Nach der Aufnahme zocke ich wahrscheinlich noch weiter, weil das einfach unfassbar Fun macht und das sieht nach einem Boss-Battle aus. Aber Dr. Eggman hat ja meistens nichts drauf, außer Zahnbelag. Und muss man das jetzt ohne Ringe machen? Oder kommt hier doch noch erst ein Level? Aber es kommen keine Ringe hier. Es scheint ein harter Boss zu werden. Bäm, 3 Treffer. Ja, der macht doch gar nichts. Jo, lol. Was ist das für denn für ein Lappen? Ja, jetzt hätte ich aber schon gerne Ringe. Okay, das war wirklich nur der Bosskampf. Mehr nicht. Ach komm, wir machen noch ein Level. Wir fangen noch die eine Stage an, die eine Zone und dann ist das Video vorbei. Das wäre ein bisschen zu kurz jetzt für das Video. Ich mache ja auch meistens zu kurze Videos, von daher passt das. Oh, das ist so ein toller Level einfach. Ja, wahrscheinlich schreibe ich wieder wie bei DuckTales 2 in die Kommentare. Jo, ich habe das Spiel durchgespielt. Ja, DuckTales 2 ist einfach genial. Muss man sich herunterladen. Bei dem Video mit dem DuckTales Let's Show habe ich es auch in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr das ja dann auch spielen. Hier verlinke ich es jetzt nicht nochmal extra. Ihr müsst einfach das Video angucken. Oh. Ach, ich weiß hier. Und bam, jetzt werde ich hier hochgeschleudert. Okay, wenn man nicht weiß, was zu tun ist, könnte es ein bisschen schwierig werden, aber eigentlich muss man nur ein bisschen logisch denken. Ja, Spin Dash geht immer noch nicht. Auf Deutsch nennt man das übrigens Wirbelsprint. Klingt seltsam. Oh, das war jetzt knapp. Wäre ich gestorben, wenn ich da runtergefallen wäre? Ja, komm, holen wir uns noch ein paar Ringe. Und jetzt speeden wir hier durch. Wie man es in Sonic auch tun soll. Und
Alter, bisher alles richtig gemacht. Ich bin da ganz knapp runtergefallen. Bitte kein Tod mehr in diesem Video. Bam. Auf jeden Fall macht es extrem Spaß. Ist wie immer in der Videobeschreibung. Also morgen dann. Also, Ich nehme das hier ja einen Tag davor auf. Das muss man bedenken. Das hier ist wieder die Bonus-Stage. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Bis dann und ciao. Euer Jono.